ich schon mal so ein Grundgerüst gemacht. Mal gucken, dass sie nicht so schief immer steht. Ne? Aber es geht nicht anders. Der Baumstamm ist schief. So.
Schwerste habe ich geschafft. Jetzt wird es hier noch knifflig. Mal gucken. Vielleicht hier hin, wenn die Bänder stehen bleibt, was ich nicht glaube, steht. Der ist zu. Moment, ich muss euch einen Platz bauen. Zu gucken, einen Platz zu gucken. Meine Füße schwitzen und die Schuhe. Rapschen hier nur so hin und her. Gar nicht gut, aber so. Ist zwar schief, aber es geht, oder? Dann müsst ihr da gucken, genau da. Oh, so ist, glaube ich, gut. Nur nicht hinfallen, bitte. Hier kann das gut reinhaken in die Dinger. Ich kann auch jetzt das grüne Band eigentlich abmachen. Das hätte ich mal vorher machen sollen. Das mache ich mal eben vorher. Weil sonst komme ich da nicht mehr ran. Ne? Das ist natürlich noch ein Problem. Und wo habe ich meine Schere jetzt hin? Die Schere ist auch weg. Scheiße, sonst muss ich mir mal ein Messer holen. Was habe ich mit der Schere gemacht? Wisst ihr das? Habe ich die wieder reingebracht? Stimmt, ne? So, einmal sauber wischen. Ich habe nämlich mit meinem Mann telefoniert. Genau, dann machen wir das Grüne ab. Und dann ist es auch egal, weil er kann ja nicht mehr raus jetzt. Aber ich glaube, hinter den Pool. Das kann ich heute nicht aufklopfen, weil das ist zu laut. Es ist ja schon spät. Was habe ich mit der Schere gemacht? Manu, ich habe meine Schere wieder verbummelt. Das gibt's doch gar nicht. Sie liegt da bestimmt noch irgendwo. I'm sweating. Ich die hier mal. Das Messer schneidet ja auch ganz gut. Vielleicht besser als eine Schere. Nur hinfallen darf man damit nicht, ne? Sonst sticht man sich da was ab. So. Ich habe nochmal einen Schluck trinken können. Hier ist auch alles wieder dreckig, ne? So, ich hätte das grüne Zeug vorher abmachen müssen. Aber das kann ich da hinten auch von der anderen Seite machen morgen, inshallah. Mal gucken. Ich will da nicht auf die andere Seite. Gerade morgens ist da immer voll. Also ich mache es auf jeden Fall jetzt mal hier ab. Dann habe ich das schon mal erledigt. Die Blätter müssen ja auch ab, ne?
dann nicht mehr, wisst ihr? Das ist das Problem. Da brauche ich eine Zange für. Krieg ich nicht ab. Wird schon fast dunkel, ne? Leider.
Da sind diese Bienen wieder, was immer das ist. Aua, scheiße. Jetzt hat sie mich gepikst. Aua, kacke. Eieiei, jetzt hat sie mich gepikst. Ah, scheiße. Die hat mich gepikst jetzt. Was sind das? Allah, die hat mich gepikst. Was soll ich jetzt machen? Scheiße. Die war hier an meinem Hemd. Da sind ganze Nester. Guck mal. Da kann ich nicht weitermachen. Scheiße. Da sind Nester. Oh, Kacke. Da. Was sind das, Leute? Sind das Wespen oder was sind das? Shit. Wespen, ne? Da. Ich werde mal Colonia drauf machen, schnell. Hat gar nicht so doll gepikst, aber hat gepikst, ne? Shit. Mach mal Colonia drauf. Shit, da ist ein richtiges Nest. Da könnt ihr euch nicht woanders hinmachen, ne? Genau da, wo ich jetzt den Zaun hinmachen will, ja? Scheiße. Nicht so nett, ne? Vielleicht gehen die ja morgen weg. Ne? Piekst die mich einfach. Das ist ja nicht toll jetzt hier. Wird dicker. Die war hier an meiner Seite, da klebte sie und dann habe ich den Arm dahin gemacht und dann hat sie gepikst. Ja. Das wird wohl nichts ausmachen, ne? Was soll ich machen? Ich muss trinken. Ich wünschte, ich könnte das noch bis dahin machen, wo die Bienen sind, weil dann kann ich die Hunde rauslassen. So geht das nicht. So ist es noch nicht fest genug. Das wird jetzt langsam auch dunkeln. Ich weiß nicht, wie lange habe ich noch. Das ist jetzt auch nicht schlimm. Ich kann auch im Dunkeln weitermachen. Aber wer will das schon? Genau an den Brettern. Aber ich muss das Brett ja abmachen. Das kann ja nicht bleiben. Da sind aber die ganzen Bienen. Sind sie weg? Man weiß es nicht.
Ich bin an meinem Kopf.